Wir sollten weitergehen. Braucht ihr Hilfe? Euch Javaris. Noch seid ihr nicht tot. Ihr? Bei Nida, meiner Großmutter, sie hat euch angeheuert? Warum muss so etwas immer mir passieren? Wisst ihr was? Tut es einfach. Spießt meinen Kopf auf einen Speer und bringt ihn dieser verfluchten Elfin. Ich kann nicht mehr. Wovon zum Teufel redet ihr da? Ihr wisst es nicht? Macht ihr dann etwa im Auftrag der Kunari Jagd auf mich? Sie hat es also getan. Diese verfluchte Elfenhexe hat sie mir einfach so auf den Hals gehetzt. Es wäre wohl auch ein wenig zu einfach gewesen, wenn er unser Mann wäre. Hör zu, ich habe mich wie immer einfach nur um meine Geschäfte gekümmert und urplötzlich versucht, irgendeine Elfin mich umzubringen. Sie hat gesagt, sie habe das Kunari-Pulver und ich sei ihre Rückversicherung. Ich habe ein paar Leibwächter angeheuert und mich aus dem Staub gemacht. Und jetzt seid ihr hier. Großartig. Im Moment sehe ich hier aber niemanden außer euch. Der erste Schritt bei einer Flucht ist es, alle anderen zurückzulassen. Tut mir leid, wenn das lästig für euch ist. Also, wenn ihr etwas Licht ins Dunkel bringen wollt, bitte. Einer meiner Männer ist ihr gefolgt. Die Elfin ist in der Unterstadt. Ich will nur hier weg. Mit meinen toten Wachen. Danke übrigens. Viel Glück, wohin euch euer Weg auch führen mag, Javaris. Je weiter weg, desto besser. Na schön. Vor mir liegt wahrlich eine rosige Zukunft. Und für den Anfang werde ich wohl erstmal ein paar Stiefel verkaufen. Verdammtes Pack von verräterischen, uneingeladenen, verfluchten Hundelords. Hört zu, ich kann nicht gegen die Luft kämpfen. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, bleibt ihr draußen. Kann ich irgendetwas tun? Moment, Monsieur Hawk.
Beim Erbauer, bitte. Die Straße ist der Tod. Da war eine Wolke, die die Leute in den Wahnsinn getrieben hat. Und jetzt ist dort ein dichter Nebel, der alle umbringt. Alles, was ich tun kann, ist, die Leute zu warnen. Und wenn jemand wie ihr während meiner Wache stirbt, bin ich erledigt. Ruhig, Junge. Bleibt auf eurem Posten. Ich allein trage das Risiko. Aber verdammt. Meine Kehle brennt. Wir müssen den Ursprung finden. Das sollte mir bei diesen Fässern helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir für diese Leute was tun. Thank you.
ganz ruhig. Ich versuche nur herauszufinden, was geschehen ist. Seid ihr das? Sarah Hawk? Ihr habt Feinde. Ich freue mich, dass ihr es seid, wirklich. Diese armen Leute. Ihr seid ein viel besseres Ziel. Warum habt ihr das Guardlock gestohlen? Um es zu verkaufen? Rechtfertigt euch. Die Kunari rauben mein Volk. Meine Geschwister vergessen ihre Kultur und wenden sich dann dem Kun zu. Wir verlieren sie zweimal. Also habe ich mir Hilfe von euren Leuten geholt. Wir nehmen den Donner der Kunari, sorgen für einige Unfälle und schüren den Hass auf sie. Aber das... Das hier ist einfach falsch. Und dennoch war es euer Ziel, Menschen zu töten. Das ist überhaupt nicht lustig. Es kann immer noch funktionieren. Sie verstecken sich in eurer Stadt. Sie schüren den Zorn der Gläubigen und sorgen dafür, dass die Schuld auf die Kunari fällt. Meine Aufgabe ist getan. Ich brauche nur noch ein paar weitere Leichen. Nur noch ein paar. Zeit, dem Arishok zu berichten, dass er recht hatte. Und Unrecht.